Die Stadt Frankfurt hat in Sachen Corona nicht ihre beste Seite gezeigt. Ein überfordertes, unterbesetztes Gesundheitsamt, dessen Leiter tatsächlich nach der ersten Welle sagte, Corona ist nur eine Form von Grippe. Ein Gesundheitsdezernent ohne Plan, nämlich Stefan Meyer von den Grünen, ein OB, Peter Feldmann von der SPD, der erst alles verharmlost und dann die Bundeswehr zu Hilfe rufen muss, sowie eine hin und her gerissene CDU. Was die Stadtregierung dringend braucht, ist die direkte Beratung durch kompetente Wissenschaftlerinnen und eine starke, qualifizierte Opposition. Nach der Pandemie werden viele Frankfurterinnen verarmt sein. Freie Künstlerinnen und Soloselbstständige aller Sparten leben seit fast einem Jahr von fast nichts. Clubs und kleine Läden stehen vor der Insolvenz. Viele Menschen müssen aus der Einsamkeit zurückgeholt werden und aus den Erschöpfungen durch Homeoffice, Kinder- und Care-Arbeit. Viele Menschen verarmen gerade in Kurzarbeit. Hartz-IV-Empfängerinnen können ihre Kinder kaum noch gesund ernähren, weil die Preise für Lebensmittel gestiegen sind. Wir stehen auf der Seite derjenigen, die für klaren Schutz der Menschen vor Covid-19 und seinen Mutanten stehen. Wir kritisieren die Verharmloserinnen und die Leugnerinnen, aber auch die mangelnde Fantasie und Finanzierungsbereitschaft von Behörden, soziale Kontakte unter geschützten Bedingungen für Kinder in Schulen und Kitas und Erwachsene leichter zu machen. Wir wenden uns gegen irrationale und autoritäre Einschränkungen des Lebens. Wir wollen ein arbeitsfähiges und gut ausgestattetes Gesundheitsamt, das keine militärische Hilfe braucht. Wir setzen uns dafür ein, dass Stadt, Land und Bund den betroffenen Menschen finanziell viel stärker helfen. Wir wollen ein Gesundheitswesen, das Patientinnen nicht zur Ware und zur Fallpauschale macht. Haltet durch, schützt euch und andere, ihr seid nicht allein.